Großer Rummel in Plauen. Landrat Thomas Hennig und Plauens OB Steffen Zenner geben sich auf dem Festplatz die Ehre. Ob beim Autoscooter, den Karussellen in der Geisterbahn oder an den Spielautomaten, Spaß ist garantiert. Seit Dienstagmittag läuft der Aufbau einer weiteren Attraktion. Kommt vorbei, schaut's euch an, es macht riesig Spaß. Mehr zum Rummel sehen Sie jetzt. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Eine zusätzliche Attraktion erreichte am Dienstag das Festgelände. Pünktlich zum Familientag wird der sogenannte Turmkettenflieger zum ersten Flug abheben. Insgesamt haben 24 Personen in 12 Doppelsitzen Platz, wenn es in luftige 40 Meter Höhe geht. Zum Familienmittwoch lockt aber nicht nur die neue Attraktion, sondern auch familienfreundliche Preise. Alle Geschäfte halten für große und kleine Rummelfans ein besonderes Angebot bereit. Bei einem Rundgang kürzlich testeten Oberbürgermeister Steffen Zenner, Landrat Thomas Hennig und heimische Schausteller die Fahrgeschäfte aus. Der Vogtlandchef outete sich dabei als Vogelschießen-Fan von klein an. Vogelschießen ist eine Tradition. Ich selber kann sagen, bin schon als Kind jedes Jahr hier mindestens einmal da gewesen. Und deswegen ist es für mich eine Ehre, dass ich hier eingeladen werde, mitmachen kann. Freue mich natürlich auch, dass die ganzen Schausteller, das muss man dazu sagen, die haben eine ganz schlechte Zeit in Corona durchgemacht, haben viele ihre Lebensversicherung, ihre Rentenversicherung aufgekündigt, nur dass sie durchgehalten haben. Und jetzt hoffe ich auch, dass wir schönes Wetter haben, dass viele Umsätze gemacht werden und noch mehr Gewinn. Also liebe Vogtländer und Vogtländer, kommt zum Vogelschießen, macht Umsatz, esst, trinkt, nutzt die Fahrgeschäfte und dass man nächstes Jahr gemeinsam wieder ein schönes Vogelschießen feiern können. Bürgermeister Tobias Kempf und Oberbürgermeister Steffen Zenner nebst Gattin scheuten auch nicht vor einer Gruselfahrt in der aus der DDR-Serie Spuk unterm Riesenrad bekannten Geisterbahn. Tolle Eindrücke, viel Bewegung, viel Action drin, aber auch die Wippen sind super. Also ich kann nur sagen, kommt vorbei, schaut es euch an, es macht riesig Spaß. Und richtig gelacht habe ich tatsächlich in der Geisterbahn. Ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften und Imbissen gibt es am Mittwoch zum Familientag. Für alle VFC-Fans ist der Donnerstag ein Pflichttermin auf dem Festplatz in Plauen. Wer sich sichtbar mit Trikot und Schal auf dem Rummel zeigt, der erhält spezielle Angebote für echte VFC-Fans. Das Plauener Vogelschießen ist täglich ab 14 Uhr geöffnet. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.